So Leute, endlich kommen wir dazu, zum dritten Part. Ist es der dritte Part? Ich meine ja, zu meiner Buchbesprechung zu Jurassic Park, dem Roman von Michael Crichton, dem Teil hier. Und ich habe das groß angekündigt, das jeden Freitag zu machen. Und jetzt hat es ewig lang gedauert, bis ich hier weitergekommen bin. Aufgrund dessen, dass wir jetzt ja sehr viel Jurassic World 3 Content auch bekommen haben und jetzt ganz viele Theorien und Infos zu dem Film im Raum rumschwirren. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall wirklich zur Brust nehmen, das hier regelmäßiger zu machen. Ob es jeden Freitag klappt, weiß ich eben nicht. Wie gesagt, jetzt kommt so viel Jurassic Park und Jurassic World Content. Das wird da ein bisschen schwierig sein. Des Weiteren bekommt ihr natürlich auch noch meinen finalen Part, also den zweiten Part zu meinen Lieblings-Jurassic Games. Die habe ich dir mal hier oben verlinkt, den ersten Part. Platz 1, 2 und 3 fehlen natürlich noch, das wird noch alles nachgeholt. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir starten jetzt mit dem ersten richtigen Kapitel, Fast ein Paradies. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Fast ein Paradies ist eigentlich eine Szene, die wir aus den Filmen bereits kennen, nur jetzt eben in Buchform verfasst und ein bisschen abgewandelt. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, das ist wirklich nahezu identisch mit dem, was wir auch kennen. Und trotzdem habe ich da wirklich Redebedarf darüber, weil es doch irgendwie besser dargestellt wurde als in den Filmen und weil hier eine ganz große Frage auftritt, die ich gerne beantwortet haben möchte. Wenn ihr die wisst, schreibt sie mir in die Kommentare rein. Dazu kommen wir aber gleich noch. In diesem Kapitel lernen wir Mike und Alan Bowman kennen und die Tochter Christina. Und ja, wir haben hier noch eine weitere Figur, die Alan heißt. Wir haben jetzt quasi Dr. Alan Grant, Alan. Wir haben Ellie Sattler, die weibliche Version. Und dann haben wir jetzt hier noch die Frau Alan Bowman mit dem Roman. Michael Crichton hat anscheinend irgendwie ein Faible für den Namen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die drei eben auf einem Familienausflug unterwegs und zwar auf Cabo Blanco, das ist in der Nähe der Westküste von Costa Rica. Und da fahren sie dann eben mit einem Land Rover so an der Küste von Costa Rica entlang und können auf der einen Seite dann das Wasser sehen und das wird alles super schön beschrieben. Die Stimmung allerdings ist so ein bisschen gereizt in dem Auto und das fand ich eine ganz lustige Nebengeschichte. Und da merkt man einfach mal, dass Bücher wesentlich mehr die Chance haben, Side-Infos zu droppen, die eigentlich gar nicht so wichtig für die Hauptgeschichte sind, aber die einfach Figuren wesentlich besser ausbeleuchten. Und zwar geht es hier darum, dass die Frau von Mike, also Alan Bowman, Frau Alan Bowman wollte ihren Mann eben nach Cabo Blanco schicken, weil sie gemeint hat, ey, du musst dich mal ein bisschen erholen. Er ist 36 Jahre alt, ist Immobilienmakler, hat so viel Stress. Er braucht jetzt einfach verdammt nochmal Urlaub. An sich ja eine richtig nette Geste. Dann kommt aber heraus, dass eben in der Nähe, wo die jetzt Urlaub machen, sind sehr viele Gesichtschirurgen, die naja, bestimmte Eingriffe sehr günstig anbieten. Und da musste ich einfach auch lachen, weil ich mir gedacht habe, es läuft jetzt bestimmt nicht darauf hinaus, dass sie ihn dahin gelockt hat, damit sie sich selber irgendwas im Gesicht machen kann. Und genau darauf läuft es dann aber auch hinaus. Lustig hierbei war auch zu lesen, dass Alan Bowman ist gerade mal 30 Jahre alt, also er ist 36 Jahre alt, sie ist 6 Jahre jünger, ergo 30 Jahre alt, Mathe-Genie. Und sie hat schon so erste Komplexe von wegen, na, ich werde jetzt immer älter und ich verliere meine Schönheit, weil sie ist auch so ein bisschen etepetet und joggt dann irgendwie im Auto und ihr Mann versucht ihr klarzumachen, wie schön die Umgebung hier eigentlich ist. Und sie hockt dann da auf dem Beifahrersitz mit so einem Puderdöschen und guckt sich selber an und schminkt sich so irgendwie die Makel weg, die sie meint zu haben. Und da wird dann schon sehr gut erklärt, dass die irgendwie nicht alle an der Klatsche hat. Und sie ist auch damals in der Highschool die Schönheitskönigin gewesen. Und deswegen hat sie jetzt so komplex, okay, mit 30 Jahren fängt man ja an, alt zu werden und deswegen muss ich mir irgendwie das Gesicht machen lassen. Und deswegen ist dann ein Streit entbrannt, weil Mr. Bowman, also Mike, hat dann mitbekommen, dass seine Frau ihn da so ein bisschen verarscht hat und diesen Urlaub eigentlich nur vorgetäuscht hat, damit sie eben günstig an diese OPs rankommt. Mike allerdings hat sich dann gedacht, wisst ihr was, wenn wir jetzt aber schon hier sind, werde ich zum einen verbieten, dass du diese Schönheits-OPs machst und zum anderen werden wir einfach einen geilen Urlaub haben. Also er will quasi das durchsetzen, was seine Frau ihm auch versprochen hat. Und dann fahren sie eben mit dem Land Rover durch die Gegend und kommen dann irgendwann an einen recht privaten Strand und Alan ist erstmal ganz verdutzt, weil sie meint, okay, im Reiseführer steht aber drin, dass dieser Strand eigentlich sehr stark bevölkert wäre von Touristen oder von Einheimischen und auf diesem Strandplatz ist aber einfach niemand. Und naja, Mike sagt dann eben, ey, ist doch cool, hier halten wir auf jeden Fall an. Während sie dann quasi so eine Klippe runterfahren Richtung Strand, rennt dann auf einmal ein Tier
über die Straße und sie müssen eine Vollbremsung hinlegen und die kleine Christina ist ganz aufgeregt und sagt, was war das für ein Tier, was war das für ein Tier, was für ein Tier darf ich denn aufschreiben? Denn sie hat so einen Block mit dabei, auf dem sie alle Tiere aufschreibt und sich so Notizen über diese Tiere macht, die sie eben auf ihrer Reise sieht. Und dann wird dann so spekuliert, war das ein Totenkopfäffchen oder so? Und die sagen, nee, sollte es ja eigentlich nicht geben. Und Alan kommt dann gleich an mit Schlangen. Das war bestimmt eine Schlange. Die Szene, die ich übrigens gemeint habe, die hier nahezu 1:1 wiedergegeben wird, ist die aus Jurassic Park 2, The Lost World. Die wurde eigentlich aus dem ersten Buch recycelt, im zweiten Film eingeführt. Denn hier sagt dann auch Alan, ja, die muss es doch bestimmt aber auch Schlangen geben. Vielleicht war das ja einfach eine Schlange. Und dann sagt er eben, am Strand gibt es keine Schlangen. Ja, der Sand ist viel zu heiß. Die Viecher würden ja einfach verbrennen. Das ist ja auch quasi ein Dialog aus The Lost World, aus dem Film, wo er auch sagt, am Strand gibt es keine Schlangen. Und dann passieren die Sachen eigentlich relativ ähnlich wie auch im Film. Also jetzt habt ihr schon gemerkt, im Film hatten wir diese Yacht, das war so eine auch reiche Familie. Hier haben wir jetzt eben eine Familie, die einen Hintergrund noch hat, eine Hintergrundgeschichte hat und eben im Land Rover unterwegs ist. Und dann kommen die halt am Strand an und die kleine Christina sagt eben, sie würde gerne mal den Strand ein bisschen erforschen und fängt an rumzurennen. Und Alan ist dann ganz hysterisch und sagt, nein, die darf hier nicht alleine rumrennen. Was, wenn hier irgendeine Gefahr ist und sowas? Und Mike sagt daraufhin, ey, lass die jetzt mal in Ruhe. Wir dürfen jetzt auch keine Helikoptereltern sein, die bei jedem kleinen Furz hinterherrennen und gucken, was die Kleine macht. Lass die einfach mal gehen. Soweit so gut. Christina entfernt sich dann ein bisschen zu weit von ihren Eltern. Die merken das zwar auch, dass sie ihr Kind nicht mehr sehen, haben dann aber doch so viel Vertrauen in sie, dass sie sagen, ey, wenn irgendwas ist, die ist nicht bescheuert, die wird wieder zurückkommen. Und die kleine Christina genießt dann auch das Strandwetter und die Sonne und legt dann die Füße ins Wasser und merkt dann, dass da so Abdrücke im Wasser sind, wie so Vogelspuren. Aber das müssen zwei verschiedene sein, weil es gibt immer Vogelspuren, die ein bisschen tiefer in den Sand reingedrückt sind, als wäre der Vogel etwas schwerer gewesen. Und dann gibt es wieder Abdrücke, die leichter im Sand sind. Und ja, es ist eigentlich relativ klar, was das darstellen soll. Kurzer Spoiler, hier hat wohl ein Dino einen Vogel gejagt. Was für ein Saurier das ist, wissen wir auch aus The Lost World, also Jurassic Park 2. Denn kurz darauf taucht dann nämlich ein Compsognathus auf. Der wird eben noch nicht so genannt, das wissen wir aber eben dann später, auch aus späteren Ereignissen des Buches. Christina ist ganz hin und weg von dem Tier und sagt, oh Gott, eine Eidechse, die sogar auf zwei Beinen läuft und oh, irgendwas ganz Cooles. Und dann will sie den Compsognathus zeichnen und er springt ihr aber erst auf den Arm und dann hüpft er weiter bis hoch zu ihrem Gesicht. Und dann gibt es quasi im Buch einen Cut, also wir springen wieder zurück zu den Eltern, die dann da auch am Strand angefangen haben, sich so ein bisschen zu lockern. Ja, die Stimmung ist nicht mehr ganz so angespannt. Und dann hört man aber nur, wie die Kleine anfängt zu schreien. Und so viel kennen wir eben auch noch aus dem Film. Wie gesagt, das ist ein bisschen anders als im Film, aber die Grundprämisse ist eben die gleiche. Reiche Familie am Strand, Tochter rennt weg, wird von Compsognathus angegriffen. Und im Film ist es dann so, dass wir einen Schnitt bekommen und dann sehen wir Dr. Ian Malcolm, wie er gähnend in der U-Bahn steht. Und das war ganz lustig gewesen. Hier geht es aber noch ein bisschen weiter. Hier erfahren wir jetzt, was mit dem Kind passiert tatsächlich. Im Film hören wir nur ganz kurz von John Hammond, dass er sagt, die Kleine hat überlebt. Das wird so im zweiten Film gesagt. Und hier bekommen wir das auch mit. Ja, sie hat überlebt. Was ich aber sehr interessant finde, ist, sie wurde mit ganz vielen Verletzungen im Krankenhaus eingewiesen. Also das heißt, ganz viele Verletzungen. Sie hat ganz viele kleine Bisse in der Hand. Man denkt sich dann, okay, das sind Bisse, das sind aber auch einfach nur kleine Dinosaurier. Wieso hat sie denn nicht einfach die Saurier abgeschüttelt? Also es kamen dann wohl noch mehr mit dazu von den Kompis und ist einfach weggerannt. Und sie konnte nicht, weil sie relativ schnell ein starkes Fieber bekommen hatte. Und die Ärzte finden danach heraus, dass auch an ihr, ähnlich wie auch bei dem Opfer im letzten Part der Buchbesprechung, wo dann der Biss des Raptoren, habe ich dir auch mal in der Beschreibung unten verlinkt, oder du wartest ab bis zum Ende des Videos, da werde ich dir auch nochmal verlinken. Da haben wir erfahren, dass ein Unfall passiert ist. Ja, wir wissen, da wurde jemand von einem Raptor gebissen. Und auch der hat berichtet, und auch da hat der Arzt davon berichtet, dass das Opfer so eine schleimige Flüssigkeit auf dem Arm hatte, die irgendeine Entzündung zufolge hatte. Und das wurde aber nicht als Speichel betitelt, es wurde sogar öfter beschrieben. Das Ganze sieht relativ merkwürdig aus. Und die gleiche Beschreibung haben wir jetzt auch hier wieder. Und ich erinnere mich nicht daran, was das zu bedeuten hat. Ich habe das Buch vor Ewigkeiten mal gelesen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Haben die Saurier alle eine Art von Krankheit? Das würde es irgendwie noch spannender machen, weil das würde ja bedeuten, dass sogar der Biss eines Dinosauriers tödlich für dich werden kann. Wenn die irgendwie alle eine Art von Tollwut haben, ich schätze mal, das wird noch aufgelöst in den späteren Kapiteln, weil das jetzt schon zum zweiten Mal aufgegriffen wird, dass diese gelblich-grünliche Flüssigkeit, aufgeschäumte Flüssigkeit, irgendwie sich an der Wunde festklebt und da irgendwie für Entzündung oder eben für Fieber sorgt. Dann lernen wir auf jeden Fall noch Dr. Cruise kennen und hier haben wir so ganz kleine, ich sag's einfach mal, wie es ist,
ich habe ganz kurz das Gefühl gehabt, ist, ich sag mal, ein Patriot. Familie Bowman, eine Patriotenfamilie. Hier wird nämlich auch darauf eingegangen, dass Mike sehr froh darüber war, dass der Doktor, der Name war Dr. Cruz, nur mit Z am Ende, dass der ein Amerikaner war und eben auch fließend und akzentfrei amerikanisch oder englisch reden konnte. Das wird hier so erwähnt und ich dachte mir, ja, ist... Ne? So in dem Moment, wenn dein Kind im Krankenhaus liegt, solltest du vielleicht andere Prioritäten setzen. Aber gut, das ist nur meine Meinung zu dem Thema. Dr. Cruz befragt dann eben auch die Kleine und dann zeichnet die auch so eine Echse auf. Und er kommt aber einfach nicht weiter. Da wird dann ein nächster Arzt hinzugerufen, ein Spezialist in Sachen, oh Gott, ich hab's vergessen, Bio-irgendwas. Also der dann eben auch mehr auf diesen Speichel eingeht, von dem sie übrigens 3 Proben genommen hat. Ich weiß nicht, ob das nochmal wichtig werden wird für später, aber es wurden 3 Proben genommen. Eine wurde ins Labor geschickt nach Costa Rica, eine behalten sie da vor Ort, um damit zu experimentieren. Und eine haben sie auch eingefroren für den Fall, dass noch irgendwie später was aufkommen sollte und sie bräuchten das Ganze nochmal. Und ich dachte mir, habt ihr jetzt Dino-DNA eingefroren? Weil das ist ja irgendwie auch der Speichel von einem Dino im Endeffekt. Ist das nicht so? Oder sehe ich das ganz falsch? Könnte auch sein, dass hier nochmal was passiert dann später in den Kapiteln, weil für mich scheint es so, als würden die Ärzte nach und nach auf die Schliche kommen dem Ganzen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Es könnte passieren, dass John Hammond dann später auch sagt, ich kaufe diese Ärzte. Ich weiß es nicht, ob das nochmal relevant sein wird, das Ganze, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, hier wird nicht umsonst darauf eingegangen, dass die Speichelprobe eingefroren wird oder auch an verschiedene Institute geschickt wird. Dann lernen wir Dr. Guy Terres kennen. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Und der ist dann eben ein Experte in der ganzen Sache, was sowas wie Tollwut eben, solche Infektionen angeht. Und der guckt dann eben auch da drauf und sagt, das ist schon seltsam. Wo soll denn das hergekommen sein? Und dann zeigt dann eben Dr. Cruz ihm die Zeichnung von der Kleinen und sagt, hier, das hat sie aufgemalt. Und er sagt dann, das ist aber eine Echse, die auf 2 Beinen steht. Was ist das denn? Außerdem ist das viel, viel zu groß. Das ist ja so groß wie ein Vogel und alles drum und dran. Und damit endet das Ganze dann quasi. Wir haben jetzt hier also quasi erneut eine Gruppe von Leuten, die erstmal anzweifelt, was genau geht denn hier ab? Das haben wir ja schon in dem Kapitel davor gehabt, in der Biss des Raptors, wo dann auch die ersten Personen, auch wieder Ärzte, gemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht, also wir werden auf jeden Fall angelogen. Weder war das ein Unfall im Kapitel davor, noch war das hier einfach eine ganz normale Eidechse. Und ich glaube, dass in den nächsten Kapiteln Injun schon unter Druck geraten könnte. Ob das jetzt auch in dem Buch so beschrieben wird, keine Ahnung, ich schätze mal, dass wir jetzt demnächst auch dann einen Switch machen zu den Hauptfiguren Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und Co. Und dass wir dann während deren Geschichte nach und nach erfahren, was Injun eigentlich für einen Kampf leisten musste, um das Ganze anonym zu halten. Ich muss sagen, obwohl das Kapitel ja wirklich das wiedergegeben hat, was wir aus dem 2. Film von Jurassic Park schon kannten, hat mir das sehr gut gefallen, weil es, wie gesagt, ausgeschmückt wurde. Das sind so kleine Hintergrunddetails, die in einem Buch sehr schön gedroppt werden können. In einem Film ist das immer ein bisschen schwieriger, weil in einem Film müsste das dann wieder Exposition sein. Da müsste in der Unterhaltung wieder bei rauskommen, ey. Übrigens, du bist doch 36 Jahre alt, ein Immobilienmakler und sehr gestresst. Ja, aber du hast mich doch angelogen. Das ist ja kein Urlaub, sondern du wolltest dir nur die Fresse operieren lassen. Ist also anscheinend auch kein neuer Influencer-Trend mit dem, ich bin ja schon 30, ich glaube, ich muss mich komplett ummodellieren lassen. Gab es anscheinend auch schon früher. Ich bin auf jeden Fall jetzt umso heißer auf die nächsten Kapitel, weil ich am Anfang habe ich mir gedacht, okay, was machst denn du jetzt, wenn du zu bestimmten Stellen kommst, die auch so im Film passieren? Ich weiß, dass Szenen aus dem Film im Buch anders sind, wie jetzt der Ausbruch des T-Rex zum Beispiel. Und ich finde, gerade über diese Änderung kann man super cool reden, abseits von dem, dass das Buch wesentlich brutaler ist als die Filme, auch mal über die kleinen Änderungen, die sie dann da vorgenommen haben. Und vielleicht kann man sich auch mal überlegen, warum haben sie denn die ein oder andere Änderung vorgenommen? Dazu kommen wir dann aber später noch in weiteren Parts. Lass mich jetzt auf jeden Fall deine Meinung zu dem Kapitel wissen. Meiner Meinung nach war das cooler gelöst als im Film. Ich verstehe, im Film hat man wesentlich mehr Zeitdruck, aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch dass wir hier Namen gedroppt bekommen haben und eben das Mysterium, was sagst du dazu? Und wie immer versucht bitte nicht, die kommenden Kapitel zu spoilern. Ich weiß, dass viele von euch schon mehr von dem Buch gelesen haben und auch mehr präsent haben als ich. Wir können gerne über das Kapitel hier reden, auch gerne drüber spekulieren. Wenn ihr schon wisst, wie es weitergeht, dann spekuliert von mir aus mit, macht das aber halt nicht so auffällig, was es mit der Speichelprobe zum Beispiel auf sich hat. Da kann man ja gerne ein paar Theorien aufstellen. Sogar wenn ihr wissen würdet, ey, das kommt später eh nicht mehr vor, kann man trotzdem mal ein paar Theorien in die Kommentare reinschreiben, über die man schön diskutieren kann. Das macht doch immer sehr viel Spaß. Und damit würde ich dann sagen, ich bemühe mich wirklich jetzt regelmäßiger die Buchbesprechung mit rauszuhauen
und werde eben das Gaming-Video auch noch nachreichen. Und dann sind wir wieder auf dem aktuellen Stand und können ganz gediegen weitermachen mit dem Jurassic World, Jurassic Park und auch ab und an wieder Godzilla-Content, weil da kommen jetzt nach und nach auch wieder neue Informationen. Und eventuell müssen wir gar nicht mehr so lange auf den ersten Teaser von Monarch warten. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit diesem Video und ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.